Geld erzeugen durch zum Beispiel 20 Reformen, eine davon die Gesundheitsreform, und das würde pragmatisch so laufen. Da vorne wäre jetzt mein Hausarzt, hätte seine Praxis, und der würde völlig entlastet werden von den bisher 50% seiner Zeit in Anspruch nehmenden Papierkrieg, sondern er würde in Zukunft diese 50% der Zeit völlig frei haben, indem er mir Gesundheitskurse, spaßmachende, vielleicht entertainmentmäßige, comedianbesetzte, was auch immer, Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, ein Health Lifestyle Club sozusagen, Healthy Lifestyle Club oder was auch immer anbietet, alles kostenlos, weil ich ja Sie zahlen ja auch Krankenversicherungsbeitrag, nicht zu wenig, ja, auch als Student ist es zwar nicht so hoch, aber würde der Hausarzt, wenn ich nie krank werde, kriegt er am meisten Geld für jeden Monat ausgeschüttet, indem ich kerngesund bleibe, und wenn ich krank werde, etwas weniger, sodass also der neue Anreiz lautet, Gesundheitsförderung wird zum obersten Wirtschaftsziel des Hausarztes und auch der pharmazeutischen Konzerne, also Krankheitsverhinderung wird zum volkswirtschaftlichen Gewinnziel. Der Arzt Christian Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, behauptet dann, mindestens jedes Jahr machen wir dadurch 70 Milliarden plus, mindestens 70 Milliarden plus. Dann müssen wir viele entschädigen, wir müssen der Pharmaindustrie auf diesen neuen Kurs helfen, wir müssen vieles entschädigen, viele finanzielle Hilfen geben bei dem Umbau der Gesellschaft, auch den einzelnen Ärzten helfen bei diesem Umbau des Ganzen. Und dann haben wir aber vielleicht noch 60 Milliarden übrig, jedes Jahr für ins Klima zu tun. Dann legen wir die ersten Kohlekraftwerke still, entschädigen alle Beteiligten, helfen den Mitarbeitern in neue Jobs und so weiter. Und dann sind alle zufrieden. Was halten Sie von diesem Grundansatz? Wo sehen Sie eventuell dann vielleicht auch Fehler? Ich verstehe den nicht. Also kurz. Wo soll das Geld herkommen und was hat das mit Klimagerechtigkeit zu tun? Also wenn der ganze Hausarzt, anstatt mir 30 Tabletten auf einmal zu verschreiben und dann wieder Tabletten für die Nebenwirkungen verschreiben, quasi mit einer Ernährungsumstellung versucht, dass ich möglichst erst die Krankheiten gar nicht bekomme, dann wird volkswirtschaftlich ein Riesengewinn erzielt. Denn jeder Tag, den jemand in der Fabrik zum Beispiel krank ist, ist für die Firma ein Verlusttag. Ja, weil es geht ganz viel, der Mensch produziert nichts, kostet aber Geld und ist krank, ja, sozusagen. Und die Firma verliert volkswirtschaftlich Geld. Und wenn man hat das mal ausgerechnet, was die deutsche Wirtschaft jedes Jahr nur durch das Thema Krankheit im Unternehmen verliert, das sind 118 Milliarden. Ja, ja? Da haben Sie doch schon den Grundsatz des Problems. Das ist ja unsere kapitalistische Verwertungslogik. So. Das ist ja das Problem und nicht irgendwelche, also das kriegen wir doch damit nicht gut, indem wir irgendwie die Finanzierung jetzt ändern, sondern es muss doch grundsätzlich darüber nachgedacht werden, wie wir mit Ausbeutung und so umgehen. Ja, jetzt sind wir quasi auf der Grundsatzfrage, Kapitalismus ja oder nein und so weiter. Oder wie können wir ihn verändern? Also ich darf dazu sagen, die Professoren wollen ja den Kapitalismus auch verändern. Sie wollen ihn schmelzen lassen. Und der Gegensatz ist aber oft, der in Diskussionen oft mit Fridays for Future ist, dass viele dort den Kapitalismus eher bekämpfen wollen. Also nicht schmelzen lassen wollen, sondern bekämpfen lassen wollen. Aber nochmal zurück zu der Logik, nur bevor wir dann in die Kapitalismuskritik einsteigen, was wir ja auch gerade eben auch gemacht haben. Nochmal, der Arzt Christian Zimmermann sagt, alleine auf der Gesundheitswesensseite können wir 70 Milliarden volkswirtschaftlich einsparen und davon einen Großteil in die Klimaziele rüberlenken. Das ist die erste Strategie. Auch von den 118 Milliarden, die deutsche Wirtschaft jedes Jahr durch Krankheit verliert, können wir vielleicht 50 Milliarden jedes Jahr einsparen und rüber tun ins Klima. Irgendwie ins Klima investieren, wenn die Großkonzerne mal anständige CO2-Steuern zahlen würden, ja. Wenn wir mal die Fleischindustrie nicht subventionieren würden, sondern anständig besteuern würden. Und so weiter und so weiter. Es gibt tausend Ansätze. Also keine Ahnung, ich habe mich mit dem jetzt nicht beschäftigt, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum das jetzt der eine Heilansatz sein soll. Weil er der Einzige ist, der keinen Widerstand hervorruft. Denn das, was Sie jetzt gesagt haben, läuft im Prinzip auf einen Bürgerkrieg hinaus, oder? Quatsch. Was? Was soll das denn?
Also wenn Sie jetzt, stellen Sie sich vor, Sie sagen jetzt, dass Frau Merkel morgen sagen soll, wir machen jetzt eine Steuer sozusagen, die die großen Konzerne und die reichen Leute in Deutschland so stark besteuert, dass wir dann darüber so viele Milliarden frei haben, dass wir alle Klimaziele finanzieren können und bezahlen können und so weiter. Ja? Das würde quasi in Deutschland quasi ein riesigen, sie würden, ganze Lobbyistenarmeen würden bei Merkel Schlange stehen und würden einen riesigen Druck machen und sagen, wir als Firma wandern aus Deutschland ab, wenn sie das wirklich ernsthaft machen wollen. Sie verlieren hier dann 100.000 Arbeitsplätze, Deutschland wird ein armes Land werden, wir wandern mit unserer gesamten Produktion nach China und nach USA oder sonst wohin, nach Polen oder sonst wohin, tschüss Deutschland und so weiter. Also wie wollen Sie es pragmatisch machen, dass Sie nicht eine Art riesigen Umwälzungen in Deutschland kriegen? Es muss halt einen Wandel von unten geben. Ja. Also klar, so kann nicht Frau Merkel hingehen und sagen, so ändern wir das. Es muss eine Art Revolution geben. Also wenn Millionen Leute auf der Straße stehen, und Millionen Leute sagen so, den Scheiß machen wir nicht mehr mit, dann können die Konzerne nicht mehr anders. So, dann können die machen, was sie wollen, aber im Endeffekt ist ja die Bevölkerung, die dieses ganze System am Laufen hält. So. Also ich bin immer regelmäßig bei den Fridays for Futures dabei, weil bei den Streiks, ja, und erlebe das Ganze ja mit und ich verfolge alles. Und gestern war ja Greta Thunberg in Hambacher Forst, leider habe ich sie verpasst. Wenn ich das gewusst hätte, dass sie da hinkommt, wäre ich natürlich sofort gefahren. Greta Thunberg war in Lausanne vor die letzten Tage und jetzt fährt sie ja dann nach USA rüber, leider, und ich habe sie verpasst. Schrecklich. Aber auch dort, bei jeder Fridays for Future-Veranstaltung in Köln, befinden sich circa 120 bis, es gibt auch größere Veranstaltungen, das sind aber dann die absoluten Ausnahmen, aber die normale Veranstaltung erreicht 120 Teilnehmer, das sind 0,1 Promille der Kölner Bevölkerung. Und was Sie jetzt skizziert haben, würde ja voraussetzen, dass wir aus den 0,1 Promille wenigstens mal 20% machen würden. Wie wollen Sie das dann erreichen? Also halten Sie das denn für realisierbar in Deutschland? Ja, wir sind leider noch ganz weit davon weg, ne? Aber natürlich, also sonst könnte ich ja politische Arbeit gleich knicken. Also das ist natürlich... Ich selbst bin also mit meinen Eltern als kleines Kind schon bei den 68ern mitgelaufen, ja, weil mein Vater beim SDS war und so weiter. Jetzt habe ich quasi hinter mir quasi 51 Jahre nicht nur Wissenschaft, sondern auch demonstrieren. Ja? Und wir haben nichts bewegt und wir sind auch diesen 20% nicht näher gekommen. Ich würde nicht sagen, dass nichts bewegt wurde. Also ich finde alleine, dass diese Diskussionen gerade total in die Richtung gehen und das überall in den Medien ist und dass wir endlich mal einen Moment haben, wo den Leuten mal langsam klar wird, mit was für einer Katastrophe es wir zu tun haben, auf die wir gerade uns zubewegen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade immer mehr Leute auf die Straße gehen und dass wir zum ersten Mal, glaube ich... Also wir haben, da stimme ich Ihnen jetzt zu, also denn... Wir haben zwar nichts erreicht, aber die Journalisten haben das erreicht. Die Journalisten haben diese Greta Thunberg, die ja ein Phänomen ist und wirklich faszinierend ist, wirklich groß gemacht, aber auch sie haben sie groß gemacht, weil sie es wollten. Also die deutschen Journalisten, der WDR gestern auch wieder und so weiter, überall und bei allen Veranstaltungen, WDR, Kölner Stadtanzeiger und so weiter, die sind überall da, weil sie das Thema haben wollen. Und weil sie über eine bessere Gesellschaft nachdenken wollen. Ja, also da sind wir uns einig. Das ist schon mal, die Journalisten sind immerhin sowas wie, manche sagen, glaube ich, die vierte Kraft der Gesellschaft. Ja, und dass die schon mal das wollen, ist schon mal viel wert. Ja, denn die könnten jetzt ja mit, stellen Sie sich vor, jetzt wäre hier Greta Thunberg. Wir könnten ja es wären 20 Journalisten um uns rum. Und wir würden ja einen riesigen Druck auf Merkel ausüben, wenn die Greta Thunberg zum Beispiel sagen würde, dieses realpolitische Konzept der zweiten Scientists for Future müssen wir diskutieren.
dann würde was geschehen. Aber Sie sehen es ja, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, ohne das Konzept, Sie sagen ja quasi letztendlich, wir brauchen das Konzept der zweiten Scientists for Future, wir brauchen keine Gesundheitsreform, Gesundheitsreform. Ja, klar. Brauchen wir auch. Dann sind wir uns schon mal, nähern wir uns also, schon mal an. Ja, aber ich finde, das ist voll schwierig, weil das jetzt gerade 1000 Themen vermischt und ich habe mich nicht mit Gesundheitsreformen auseinandergesetzt bisher. Ja, ja. Und deshalb verstehe ich gerade nicht, wo das hinführt. Also die Kernaussage der Professoren ist, dass es ohne die Gesundheitsreform und die anderen 20 Reformen ganz einfach nicht die finanzielle Basis gibt, dass es überhaupt zu einer nennenswerten Investition in Richtung Klima kommen kann, weil Frau Merkel schon sich wehtut. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass der Kohlestopp 2038 für Frau Merkel 80 Milliarden Kosten bedeutet. Ja? Und wenn Frau Merkel sagt, das ist mir schon eigentlich zu viel und Altmaier sagt, also darüber müssen wir noch mal reden, der 38 ist mir zu früh, weil das uns 80 Milliarden kostet, ja, dann sehen Sie, wo wir realpolitisch gerade stehen. Ja? Ja? Und das trotzdem die Medien etwas anderes wollen. Die wollen ja, dass sich da was tut. Aber gerade hat gestern Katja Kipping hat das Sommerinterview gestern gemacht und sie hat gesagt, realpolitisch, im Moment ist es so, wenn sich da nichts etwas Grundlegendes tut, etwas eine ganz grundlegende Änderung kommt sozusagen, dann wird es so bleiben, dass von Seiten der CDU, sobald eine CDU bei der Regierung dabei ist, wird sich beim Klima nichts tun, weil die das blockieren werden mit aller Kraft, die sie haben. Und da stehen wir im Moment realpolitisch. Ja, und jetzt? Und jetzt kommt, jetzt kommt das entscheidende Argument. Jetzt kommen hier 900 Milliarden Euro durch die zweiten Scientists for Future. Und Frau Merkel, die müssen Sie nicht jemandem wegnehmen, ihrer Kunden und Wähler und Steuerzahler, ja? Sondern Sie kriegen das als zusätzliches neues Geld einfach durch eine Systemverbesserung. Also die Gesundheitsreform verbessert ein System, produziert jedes Jahr 70 Milliarden plus. Das Geld kommt daher, dass wenn hier zwei Leute stehen, dass weniger Medikamente verbraucht werden. Ja, wenn hier zwei Menschen stehen, dann bekommt nach dieser Gesundheitsreform, diese beiden hätten jetzt beim normalen System, beim alten System, beide Krebs bekommen und davon wäre mindestens einer gestorben. Ja? Und diese Kosten, davon würde mindestens einer eingespart werden durch die Gesundheitsreform. Das heißt, diese Riesenkosten, 50% aller Krebserkrankungen in Deutschland würden eingespart werden. Und diese Milliardengelder tun wir rüber ins Klima. Warum erkranken auf einmal 50% der Krebserkrankungen nicht mehr? Frau Professor Michaela Döll ist eine ganz vorsichtige Ernährungsbiologin, die jeden Tag Ärzte in der Ernährungsmedizin weiterbildet. Und die sagt, wenn wir eine deutschlandweite Diskussion über eine Gesundheitsreform kriegen und über eine Gesundheitswende in Deutschland und alle Menschen anfangen, sich über gesündere Ernährung zu unterhalten, dass wir dadurch innerhalb weniger Monate und Jahre einen Trend hinkriegen werden, dass wir tatsächlich nur noch etwa 50% der vorherigen Krebserkrankungen, Neuerkrankungen haben werden. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ich kann es Ihnen sagen, etwa, wenn Sie einen Monat Ihre Ernährung auf gesunde Ernährung umstellen, haben Sie schon kein Krebsrisiko mehr. Ich weiß nicht, also ich kenne mich damit nicht aus, glaube das nicht, glaube ich. Aber ich müsste mich damit wissenschaftlich auseinandersetzen. Gut, ich kann es Ihnen jetzt nur sagen, dass also sind ganz viele Medizinprofessoren dabei und so weiter, dass wir halt heute aus der Forschung wissen, dass es gibt sogar Professoren, die nicht sagen 50%, es gibt Professoren, die sagen 80-70% aller Krankheiten sind in Deutschland ernährungsbedingt. Zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Transfette und zu viel Konservierungsstoffe und alles. Wir essen uns krank in Deutschland. Gucken Sie sich Amerika an. Aber das ist jetzt wieder so, und das wird jetzt wieder auf die Bevölkerung zurückgeschoben. Das liegt doch auch an der Lebensmittelindustrie. Gucken Sie sich doch mal im Supermarkt um. Schauen Sie doch mal, wie die Werbung funktioniert. So, müssen wir doch das ändern. Genau, das müssen wir verändern. Und ich finde aber nicht, also mein Ansatz wäre nicht ausschließlich,
durch, ihr müsst jetzt mal mehr darauf achten und die Bevölkerung muss sich gesunder ernähren, sondern mein Ansatz wäre, die Industrie, dem muss mal ganz klare Grenzen gesetzt werden. Genau das machen die Professoren. Genau das machen die Professoren, denn ich habe Ihnen jetzt nur die halbe Wahrheit verraten. Die erste Reform heißt nämlich Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Und diese Ernährungsanteile wird so, dass nämlich der Supermarktchef, Boss des jeweiligen Supermarktes, wird ins Gesundheitssystem reingezogen. Und zwar nicht, weil er gefragt wird oder darum gebeten wird oder zustimmen muss, sondern er wird rechnerisch ins Gesundheitssystem von Staats wegen reingezogen. Und das heißt, er bekommt von den Krankenversicherungen dann einen Gewinnzuschlag, wenn die Kunden, die er versorgt mit der Platzierung seiner Produkte, zum Beispiel indem er den gesamten Rewe zum Beispiel, seinen Rewe-Markt, wo er eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat, gestaltet er um in einen Gesundheitsmarkt, in eine Gemüselandschaft in der Mitte, wo die Kinder zum Verweilen eingeladen werden und süße Früchte probieren und so weiter. Und dann in Zukunft, er wird seinen Lieferanten sagen, wenn wir noch eine Spur an Glyphosat, Pestiziden, Fungiziden finden, dann seid ihr raus aus dem Geschäft. Also entgiftet eure Böden, stellt eure gesamte Landwirtschaft um, Permakultur, biologisch, was auch immer. Ja, aber ganz kurz, du hast es gerade eben gesagt, du hältst es für unrealistisch, sowas wie CO2-Steuern oder Fleischindustrie umstellen, das hältst du für unrealistisch, weil die Firmen sich so wehren würden. Ja. Und jetzt glaubst du nicht, dass die Firmen sich wehren werden, wenn man sagt, wir stellen die Ernährung komplett um, Glyphosat raus, weniger Zucker. Was soll denn dann ein Konzern wie Nestle noch? Dann ist die Existenz von Nestle zum Beispiel, also als Beispiel, es gibt ja tausende Scheißkonzerne. Das ist vollkommen richtig. Die werden sich doch genauso hart wehren. Also nein, das ist jetzt der entscheidende Unterschied. Die werden sich nicht wehren. Übrigens haben wir einen, bei uns der Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob hat mir in seinem letzten persönlichen Gespräch mit mir erzählt, dass er mit Nestle gesprochen hat und dass die warten auf einen gesetzlichen Rahmen, der endlich sie zu diesen Änderungen zwingt, die sie im Moment nicht machen können. Freiwillig geht nicht. Nee, freiwillig geht nicht. Geht nicht, weil? Wegen Marktzwänge. Das sind Marktzwänge. Quatsch. Also ich sage Ihnen mal kurz. Das ist totaler Quatsch. In anderen Ländern, wo die gezwungen werden, funktioniert das ohne Probleme. In England zum Beispiel gibt es so eine Zucker. Die machen jetzt ein paar Gramm weniger Zucker. In geht das nicht, oder was? Weil sie nicht gezwungen werden. Was ist das denn für ein Blödsinn? Nein, in England hat man tatsächlich ein paar Gramm weniger Zucker in den Getränken drin als in Deutschland. Das ist aber kein Riesenfortschritt, sondern es sind eigentlich nur ein winziger Fortschritt. Ich weiß, also ich meinte damit nur, es zeigt ja, dass es möglich ist, einfach was zu verändern. Es gibt in anderen Ländern auch die Salzsteuer und die Zuckersteuer, aber daran ist immer ein Riesenproblem. Sowas einzuführen dauert immer viel länger, wenn ich an die Tabakindustrie denke. Wir haben mit denen 50 Jahre gekämpft, um auch nur ein bisschen Verbesserung zu erzeugen und trotzdem hat sie immer noch Erfolg. Aber kurz das Lösungsmodell. Warum wird Nestle nicht dagegen sein? Weil der Rewe-Chef, erstens mal, da gibt es keinen Widerstand, der kriegt ja nur einen Gewinnzuschlag von der Krankenversicherung. Ja? Also, und der wird gegen Gewinnzuschlag wehrt sich kein Geschäftsmann. Ja? Ja, wenn er alles umstellen muss und die Aufträge. Ja, aber wenn er doch dann dafür mehr Geld kriegt, warum soll er es nicht machen? Ja, also das ist gut. Und jetzt der nächste Schritt ist ja dann, dass dadurch, dass Rewe seine gesamten Kunden ein Stück mehr Richtung Gesundheit bewegt, entstehen wieder volkswirtschaftliche Gewinne, Einsparungen, weil die Krankheitsschäden zurückgehen in der Bevölkerung, wieder ein Stück zurückgehen, noch mal ein Stück zurückgehen. Ja? Und diese Gelder können wir dazu verwenden, Nestle zu helfen, auf diese Umstellung, denn die müssen ja Folgendes machen, dass sie keinerlei Produkte mehr verwenden, die bis jetzt mit Pestiziden, mit Glyphosat verseucht sind. Sie müssen von diesen Zuckerprodukten umstellen. Nein, sie müssen sich umstellen. Also ich weiß nicht bei Nestle, aber es gibt ganz viele Firmen, die einfach ausschließlich aus Glyphosat, Geschmacksverstärkern, die haben keine Gemüseproduktion oder irgendwas. Die müssen sich selber abschaffen, wenn wir konsequent
gesunde Ernährung wollen und einen konsequenten Wandel haben. Wenn wir sie abschaffen, dann kriegen wir einen Riesenwiderstand. Dann kriegen wir Lobbyistenarmeen auf den Hals gehetzt und vielleicht sogar Killer und so weiter. Also ich glaube, dann kriegen wir maximalen Widerstand. Aber wenn wir sagen, hier, wir haben jetzt so und so viele Milliarden schon wieder eingespart durch die Ernährungsumstellung, das Ernährungssystemkorrektur, und wir helfen ihnen als Nestle, helfen ihnen über diese Wende hinweg. Am Ende müssen wir nämlich, das Schöne ist nämlich, wir müssen nämlich eigentlich nur den Aktionären über diese Wende hinweg helfen, denn die Aktionäre sind die Einzigen, die was zu sagen haben bei Nestle. Nestle ist wahrscheinlich eine AG. Ja? Und ausschließlich die Aktionäre, deswegen hat ja Greta Thunberg vor den Aktionären von Rewe geredet, von RWE geredet, weil sie ja die Hoffnung hatte, dass wenn die Aktionäre umdenken, wird vieles möglich. Und wenn die Aktionäre hören, okay, wir sollen den ganzen Nestle-Konzern Kurswechsel machen lassen Richtung gesündere Ernährung der Bevölkerung, und man hilft uns, dass unsere Dividenden gleich bleiben in der Umstellungsphase, dann sagen wir als Aktionäre, damit können wir leben, da gehen wir mit. Also ich glaube, es gibt viel schlimmere Sachen so als so eine Reform. So, es gibt bestimmt eine okay Richtung, aber ich bleibe dabei, dass damit ganz viele Probleme nicht gelöst sind und dass es quasi wieder nur so ein grüner Kapitalismus. Von dem halten wir gar nichts. Genau, von dem halte ich nichts, und ich glaube halt, selbst wenn das klappen würde, woran ich auch viele Zweifel habe, weil ich glaube so, dass Nestle sich auch gegen sowas sehr hart wehren würde, selbst wenn das so wäre, hätten wir ja immer noch Großkonzerne, die Menschen ausbeuten, und ganz viele weitere Probleme. Bleiben wir erst noch mal bei Nestle. Also Sie würden quasi unterstellen, dass die Nestle-Aktionäre sagen würden, mir ist es scheißegal, dass die ganze Welt versucht, mich mit gesundheitlich bedenklichen Produkten zu verführen und kaufsüchtig zu machen und so weiter. Und mich auch, so wie die USA, wo wir mittlerweile so viel Übergewicht und so viel zerstörte Menschenleben haben, dass deren Lebenserwartung jetzt wieder drastisch zurückgeht und sie wieder früher sterben in den ersten Staaten in den USA sozusagen. Dass wir sozusagen hier in Zukunft bald lauter 200 Kilo Menschen rumlaufen haben, und ich gehöre dazu als Aktionär. Will ich das wirklich? Oder bin ich, wenn man mich entschädigt und wenn man mir finanziell hilft, eine neue Kehrtwende einzugehen, bin ich da wirklich dagegen? Ja, ich meine, warum haben sie es denn bisher nicht gemacht? Warum machen die Aktionäre bei RWE, sagen die nicht, ja, jetzt reicht mal jetzt hier mit Kohle. Also die Sachen sind doch alle, das ist doch alles klar, das ist doch nicht neu. So, aber sie machen es trotzdem nicht, weil es um Geld geht. Ist doch los. Sind die Aktionäre durch und durch böse, dass sie sagen, es soll weiter so gehen, dass lauter Menschen durch Kriege getötet werden, durch Umweltverschmutzung getötet werden, durch schlechte Ernährung getötet werden? Und das soll so weiterlaufen, ja, weil ich so ein böser Mensch bin? Nee, nicht, weil ich ein böser Mensch bin, sondern weil ich Profit davon mache. Ja, aber wenn ich doch den Profit genauso zukünftig mache mit Gesundheitsförderung. Ja, davon musst du sie halt überzeugen. Ich glaube nicht, dass die das glauben. So. Ja. Sonst hätten sie ja schon da was. Also das wäre eine Sache, die jetzt Frau Merkel sagen würde. Frau Merkel würde sagen, genauso wie ich Ihnen damals versprochen habe, dass ihre Sparkonten in den deutschen Banken sicher sind, verspreche ich Ihnen hiermit, dass ich Ihre Dividenden konstant halte in diesem Transformationsprozess, der für uns alle eine Umstellung bedeutet. Aber liebe Aktionäre, ich garantiere Ihnen, dass ich das mache. Glaube ich auch nicht dran. Ja, warum soll sie das nicht machen? Will denn Frau Merkel, dass unsere Schulkinder alle Übergewicht haben? Keine Ahnung, was Frau Merkel will. Ich habe das Gefühl, die will nicht so viel außer ihre Macht, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt... Da sind wir uns sicherlich bis zum gewissen Grad einig. Aber ich glaube nicht, dass sie unbedingt will, dass wir eine krankmachende Gesellschaft bleiben. Also sagen Sie jetzt aber zum Schluss nochmal Ihren Lösungsansatz. Sie wollen bestehen also auf der Revolution. Oder wie verstehe ich es? Ja, von mir aus kann man es Revolution nennen, aber ich glaube, dass wir diese grundsätzlichen Probleme nicht lösen können, ohne dass
wir ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem haben. So. Und darunter verstehe ich halt... Und wie soll das aussehen? Und wie soll das kommen? Ja, also ich kann das jetzt nicht komplett... Also dafür braucht es also mehr als so... Das, was die Professorin... Was ich jetzt gesagt habe, diese erste Reform, diese Kombireform Ernährung und Gesundheit, wäre eigentlich, manche nennen sie revolutionäre Reform, weil sie ja eigentlich schon die ganze Grundstruktur des Kapitalismus anfängt umzudrehen. Ja? Also von menschenfeindlich zu menschenfreundlich. Ja? Und noch mehr Revolution halten die Wissenschaftler halt nicht für möglich. Deswegen sagen sie, wie wollen sie es machen? Also nochmal, ich glaube, es gibt bestimmt Schlimmeres als diese Reform, das ist bestimmt eine gute Idee. Ich glaube aber einfach nicht daran, dass allein durch Reformen der Kapitalismus zu bezwingen ist oder grundsätzlich alle Probleme, die wir haben, zu lösen sind. Weil am Ende werden immer die Kapitalisten, auch wenn das vielleicht ein bisschen... die werden immer am Ende da stehen und was dagegen haben. Und im Endeffekt geht es immer nur, wenn wir... am Ende des Tages brauchen wir eine große Menge an Menschen, die sich dafür einsetzt, die auf die Straße geht, und sonst funktioniert es nicht. Zum Schluss des Interviews drehen wir es jetzt einfach alles rum. Sie überzeugen, ich war früher marxistischer Sozialpsychologe, bin also sehr aufgeschlossen allem Marxistischen und so weiter, und überzeugen Sie mich jetzt von der Revolution und was und wie und wo. Versuchen Sie mich doch mal zu gewinnen dafür. Keine Ahnung. Also, warum? Also, was soll ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, Sie haben doch eben gesagt, wir müssen 20% gewinnen, um wirklich so eine Art revolutionäre Situation in Deutschland zu pressen. Wir müssen also von 0,1 Promille von Köln auf 20% von Köln kommen. Versuchen Sie mich doch jetzt mal zu überzeugen. Sie haben doch vorhin gesagt, sonst wäre ja politische Arbeit sinnlos. Versuchen Sie mich als ehemaligen marxistischen Denker sozusagen zu überzeugen davon, dass diese Revolution doch ein realistischer Weg ist. Ja, habe ich doch gerade schon erzählt. Also ich habe doch gesagt, warum wir das brauchen und warum es ohne nicht geht. So, also ich meine, ich... was sollen wir machen? Sollen wir Waffen nehmen? Sollen wir uns zusammenfinden? Nein, ich glaube, genau, wir sollen uns zusammenfinden, wir müssen uns organisieren und wir müssen, glaube ich, alle massenhaft halt zeigen, ungehorsam leisten. Ich glaube aber jetzt nicht mit Waffengewalt. Also so eine Art DDR-Revolution, also ohne Waffen, friedlich. Also die DDR-Revolution halt als Voraussetzung die, dass die Herrscher der DDR selbst ein so abgewirtschaftetes Land gesehen haben, dass sie selbst der Meinung waren, dass da nichts mehr zu holen ist, dass der Sozialismus dieser Prägung gescheitert ist und dass sie deswegen gesagt haben, schießt nicht auf die Demonstranten, weil wir sind selbst nicht mehr überzeugt von unserem System. Wir wollen einen Wandel. Haben wir diese Situation in Deutschland? Noch nicht, sonst wären wir jetzt nicht hier. Ja. Wir haben hier eine Situation, wo ganz viele Leute mir im Internet, ganz viele dieser naiven Bürger mir im Internet ganz klar sagen, hier, uns geht es doch so gut wie keinem Land der Erde. Warum sollen wir hier auch nur einen Millimeter verändern? Und da muss ich denen versuchen zu erklären, dass es nicht allen Menschen so gut geht, dass wir viele Übergewichtige haben, viele Krebskranke, viele Selbstmörder haben jeden Tag. Das halte ich aber nicht für die Hauptprobleme. Entschuldigung. Also es ist auch doof so, gerade Selbstmord ist natürlich, aber warum sind die Selbstmörder, das hat auch viel mit sozialem und wirtschaftlichem Druck zu tun, und ich glaube, die Hauptprobleme sind halt eine massive Ausbeutung, die wir alle erleben, und daraus ergeben sich sehr, sehr viele Probleme und halt das große Problem der Klimakatastrophe, die auf uns zurast. Jetzt haben Sie schon mehrfach das Wort Ausbeutung benutzt, und zum Beispiel jetzt, ich war ja früher auch mal marxistisch orientiert. Ich würde heute sagen, Ausbeutung ist wissenschaftlich kein akzeptabler Begriff. Denn es handelt sich ja darum, dass bei einem Unternehmen eine Mannschaft sich bildet. Steve Jobs entwickelt zum Beispiel das Smartphone. Ja? Ich komme jetzt wieder von Holzchen auf Stöckchen. Also ich finde so Diskussionen echt schwierig, wenn man nicht mal bei einem Rahmen bleibt. Aber ich wollte gerade skizzieren, dass ich mittlerweile keine Ausbeutung mehr sehe, weil da ist eine Mannschaft von 5 Leuten,
Ja, und einer hat zum Beispiel eine Idee, wie so ein Smartphone funktionieren könnte. Und in dieser Mannschaft stellt man gemeinschaftlich, diese fünf Leute stellen das vor, her und entwickeln das und einigen sich drauf. Es werden Verträge geschlossen, die bedeuten, dass der Steve Jobs etwas mehr Geld kriegt von dem Gewinn, der da rauskommt. Und dann verkaufen diese fünf zusammen als Mannschaft diese Smartphones. Und die einen kriegen einen höheren Prozentsatz, der andere ein bisschen weniger. Und jeder so, was ja, er an Bike. Wer produziert es? Chinesische Fabrikarbeiter oder vietnamesische, die einen Hungerlohn kriegen. So, die produzieren diese iPhones, darum geht es. Klar wäre es voll schön, wenn alle zusammen, das wäre eine Idee von Wirtschaften, alle zusammen entscheiden, produzieren was und alle kriegen gleich viel. Das wäre cool. Nein, die ersten Smartphones stellen diese fünf Leute her und stellen die her und verkaufen sie und dann fängt das an und dann stellt diese Gruppe von fünf Leuten weitere Personen ein, die mit eingestellt werden und in der Fertigung aushelfen. Und so wächst ja harmonisch ein Unternehmen. Es springt ja nicht nach China, sondern das ist ja ein ganz langer Weg, wie aus der Garage dann raus produziert wird und dann die Garage wird größer und so weiter. Und da sehe ich keine Ausbeutung. Da sehe ich eine Mannschaft von Freunden, die fair aufteilen. Das ist ja nicht real, habe ich doch gerade gesagt. Das wäre ja schön, aber so ist es doch real. Nein, real ist, dass wenn wir bei dem iPhone-Beispiel sind, dass in China, ich weiß nicht in welchen Ländern noch, vor allem in asiatischen Ländern, Menschen massiv ausgebeutet werden. Ja, aber sie schauen auf das Endprodukt. Rechtsunwürdigen Zuständen arbeiten. So, das ist die Realität. Mhm. Da ist keine Mannschaft. So, die Mannschaft, die sitzt schön da in Amerika und wird richtig reich gerade davon, während andere Leute dafür ausgebeutet werden. Ja, und das ist eben der Punkt. Sie sehen als, das ist, ich würde sagen, Ausbeutung ist ein Kampfbegriff, kein wissenschaftlicher Begriff. Ausbeutung, Sie sagen quasi, dass die Chinesen quasi per ihrer Definition keine Mithelfer und Mitarbeiter sind, also nicht Mitfreunde sind, die mit an den gleichen Strang ziehen, sondern ausgebeutete Opfer. Also ja, genau. Also ich finde, der Opferbegriff ist schwierig, aber generell arbeiten die ja nicht, weil sie das iPhone geil finden, sondern die arbeiten, weil sie irgendwie überleben müssen. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, dass in ihrem Kopf die Definition stattfindet, das sind Ausgebeutete. Da wird Mehrwert abgeschöpft. Ja. Und das ist schlecht und das ist böse. Ja. Aber das Vexierbild, wenn man das Vexierbild jetzt einfach umdreht, sage ich, nein, das sind Freunde, die einander helfen, etwas herzustellen und zu verkaufen. Ja, das stimmt aber nicht. Habe ich doch gerade gesagt. Also warum? Wie kommst du drauf? Also wie soll das denn sein? Also ich meine, wenn Steve Jobs dann mit seinen fünf Leuten nach China reist und dort eine Annonce aufgibt oder mit der Staatsregierung spricht, in China ist das ein bisschen anders, und sagt, ich würde gerne Freunde gewinnen, die mir helfen, die mit mir gemeinsam diese Smartphones produzieren und sozusagen meine Mannschaft vergrößern. Das passiert doch nicht. Denken Sie, dass es anders gelaufen wäre? Denken Sie, wäre Steve Jobs nach China gereist und hätte gesagt, ich möchte gern ihre Bürger ausbeuten? Das hat er garantiert nicht gesagt. Die Realität ist anders. Es ist ja passiert. Also klar, vielleicht ist er jetzt nicht da selber hingereist und gesagt, yo Leute, ich baue euch jetzt aus, so. Sondern natürlich haben die angefangen. Ich gebe euch wertvolle Jobs und so weiter. Und die Regierung Chinas hat gesagt. Das sind ja keine wertvollen Jobs. Nochmal. Also ich finde es total schlimm, wie du das, was du gerade sagst, dass du mal nicht die Realität. Also da werden einfach Leute knallhart ausgebeutet. Hast du dir mal die Arbeitsbedingungen angeguckt in den Fabriken? So, das geht überhaupt nicht klar. Und jetzt so zu tun, als ob die das voll cool finden und voll das Team sind. Ich habe auch gehört davon, dass das unmöglich ist, extrem schlechte Bedingungen sind, aber die scheinbar so ungefähr dem chinesischen Level entsprechen. Also das ist das, was alle 1,3 Milliarden Chinesen, die also in der Produktion tätig sind, haben diese beschissenen Produktionsbedingungen. Das ist der Standard in China. Bestimmt nicht, weil sie es geil finden, sondern weil es halt keine anderen Jobs gibt. Ja, und weil die chinesische Regierung gesagt hat, ein besseres Angebot kriegen wir nicht und wir sollten dieses Angebot annehmen und freuen uns darüber, diese Produktion dort eröffnen zu können. Also verstehst du, also ich will damit klar machen, dass der eigentliche Unterschied zwischen den Kapitalismuskritikern in der Bewegung, also in der Weltrettungsbewegung
und den zweiten Scientists for Future darin besteht, dass die zweiten Scientists for Future sagen, nein, wir müssen Wirtschaft als Mannschaftsbildung und als freundschaftliche Mannschaftsbildung verstehen und dass es nur ein ideologisches Irrteil ist. Mehrwertabschöpfung und Ausbeutung sind nur Kampfbegriffe, die zu einem Bürgerkrieg führen würden, der zu uns zu nichts bringt. Nee, da bin ich raus. Also ich kann mich dir anschließen, ich fände es auch schön, wenn das so wäre, dass wir alle eine Mannschaft sind und dass zusammen gewirtschaftet wird, aber es ist leider real nicht so. Und da komme ich auch nicht mit dir, glaube ich, zusammen. Also Ausbeutung ist kein Kampfbegriff, das wird auch wissenschaftlich benutzt. Also, wir haben immer auch Interviews, wo wir nicht zusammenkommen. Also ich schalte nur einfach sozusagen die Unterschiede fest. Der kapitalismuskritische Ansatz definiert sozusagen die Zusammenarbeitsverhältnisse eher mit den Worten Ausbeutung und Mehrwertabschöpfung. Und die andere Seite, und das ist leider in Deutschland die Mehrheit der Bürger, definiert sie als, dass Freunde eine Mannschaft bilden, die gemeinsam etwas erwirtschaften. Auch, glaube ich, nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Also ich meine, also alle Wähler der Linken. Geh mal in, genau, oder geh mal in so Arbeitermilieus, geh mal in migrantische Milieus, geh mal zu den Menschen, die auch in Deutschland ausgebeutet werden jeden Tag. Die werden dir nicht sagen, ja, ist voll die coole Mannschaft und ist super cool, dass ich irgendwie einen knappen Mindestlohn oder weniger kriege und dafür für meine alle Leben Gewerkschaftsmitglieder arbeiten. Werden das so formulieren wie du. Es werden alle linken Wähler so formulieren wie du, aber da sind wir immer noch bei vielleicht 4, 5, 6%, 7% der Bürger Deutschlands aber 60% aller Bürger, 70% aller Bürger sehen es eher als eine Mannschaft, eine kooperative Mannschaft. Besonders, wenn sie selbst eine eigene Firma haben. Die Umfrage will ich sehen, das glaube ich nicht. Ja, gucken Sie mal, wenn eine Bäckerei eine eigene Mannschaft hat, eine Bäckerei, in der sie junge Bäckerinnen anstellt und ausbildet, dann sieht sie das doch als eine freundschaftliche Mannschaft an. Aber wo haben wir das denn? Die Großteil der Bäckereien sind Großkonzerne wie Kamms. So, da haben wir keine Mannschaft. Da haben wir eine Konzern. Dann würde quasi diese Etage die Sachen bestimmen. Dann würden sozusagen diese riesen Bäckereiketten würden euch ja eigentlich dann in die Hände spielen, weil sie ja dann eigentlich eine revolutionäre Situation schaffen würden, weil immer weniger Menschen das dann als Mannschaft empfinden, sondern immer mehr als Ausbeutungsverhältnis. Ja, das wäre die Hoffnung. Das wäre schön. Ja. Gut, unser Gegensatz zum Abschluss halten wir fest, dass im Moment, es war jetzt gerade in unserem Gespräch nicht überbrückbar zwischen der kapitalismuskritischen Haltung, die ja auch in Lausanne Thema war, und dieser eher wirtschaftsfreundlichen Haltung der Professoren, war es nicht möglich, eine versöhnliche Brücke zu finden. Das ist unser Resümee unseres Interviews. Gerade nicht, ja. Es tut mir wirklich leid, aber genau, das ist. Wir finden da keine. Das muss ja auch nicht sein. Wir müssen nicht in jedem Interview einen Kompromiss oder eine Lösung finden. Nee, genau. Aber es ist trotzdem wertvoll für die Zuhörer, nämlich diese Auseinandersetzung mitzuerleben. Und das ist wertvoll für die Zuschauer. Okay, das hoffe ich. Hoffentlich ist das für euch wertvoll.